Hallo Leute und herzlich willkommen. Heute mal wieder eine Aufnahme von mir. Fand die OP ist eigentlich sehr gut gelaufen. Und starten wir doch gleich mal. Als allererstes kommt Adrian. Heute eher leider der einzigste Angriff bei uns, der jetzt nicht ganz so gelaufen ist, wie wir uns das alles vorgestellt hatten. Ja, die erste Schrecksekunde, aber meistens ist es so, läuft der Start schlecht. Also so ist es zumindest bei mir. Geht alles in die Hose. Da war er wohl irgendwie in einem Superwahn wahrscheinlich. Muss man abhaken zum Attack. Ist halt so. So, dann kommt Rice. Auch schön gemacht. Schön die Boote rausgelassen, wie aus dem Bilderbuch. Yeah, yeah, auch gut. Ziemlich raketenwerferlastig diese OP. Ohne Probleme. Oh, das war das erste Solo. Jetzt kommt Dani, der dreht voll ab. Da haben wir ein paar Raketenwerfer stehen, hier haben wir ein paar Raketenwerfer stehen. Und warum dreht er voll ab, das könnt ihr euch jetzt gleich mal anschauen. Also ich fand das ja absolut gigantisch. So. Die zwei Raketenwerfer und die Kanone muss mal weg. An der Reihe. Der muss ja leider ins Erste schlagen glauben. Und die Raketenwerfer schießen. Die halten mal richtig drauf. Der erste Schadensverstärker. Jetzt kommt der zweite Schadensverstärker dran. Die Tanks sind ziemlich angeschlagen. Aber das macht nichts. Die Critters kommen genau zur richtigen Zeit, genau im richtigen Abstand zu dem Maschinen dann zu dem MG. Er lässt jetzt die Truppen schön breit laufen. So, und wer jetzt meinte, das wäre alles, der täuscht sie aber gewaltig.
Wenn ihr den Kern auf der einen Seite freiräumt, ist er langweilig. Der räumt jetzt mal komplett außen rum. Das MG gibt alles, aber der Heiler überlebt. Auch der Heiler überlebt. Nur die Kanone gibt auch alles. Aber die Tanks verteilen sich schön. Deswegen gibt es da auch keine Probleme. Die Kanone hat auf drei verschiedene Tanks geschossen. Also genauso wie man oben den Tank spielt. So, eine Minute Rest. Auch hier wieder. Die Kanone schießt auf mehrere Panzer und die auch wieder. So, und jetzt ist natürlich Platz genug da, aber der Flammi und die 2MG müssen natürlich auch noch fallen, sonst wäre alles langweilig. Und das wird, glaube ich, eine Punktlandung mit dem zweiten MG. Jawohl. Also, Ast rein, freigräumt den Kern. Ist natürlich ein absolut leichtes Finish. So. Jetzt kommt mein zweiter Account auf Waterloo. Hier das eine Boot Heavies. Für die Minen, die unterwegs noch so rumliegen. Genügend GBE wäre da gewesen. Aber das macht nichts. Die 3 GBE nehmen wir mit. Und ich kannte vorher gar nicht diesen Laufweg, dass man vor die Schocker die Flare wirft. Weil der Laufweg ist natürlich echt gigantisch, weil wir sehen es gleich. Die Truppen laufen sowas von knapp an den Minen vorbei, aber da passiert mal gar nichts. Ich war da ein bisschen schockiert von dem, dass da eben nichts passiert ist. Und deswegen die späte Bau. Jetzt kommt leider die zweite Flare ein bisschen zu spät. Die Critters hätten auch vielleicht eher kommen müssen. Auf jeden Fall schießen die zwei Mörser natürlich. Die Mörser schießt irgendwas anderes in die Mitte rein. Aber es hat gereicht und von dem her. Von dem her alles gut. So, dann schauen wir uns den nächsten Angriff an. Da gleich mal nachgelegt mit 84% GBE. Standard Map. Normalerweise geht man ja so, können wir uns nachher noch anschauen, Fladen mit Only Sukkos. Startet hier, geht hier hin und dann zum Kern. Ich wusste nicht genau, ob ich da oben 4 Schocks übrig habe. Deswegen habe ich die Safe-Variante gewählt und bin eben mit Hooker genau dahin.
So, und jetzt kommen zwei Dichte rauf. Das zur Ablenkung. Ganz heiße Flair dahin. Rechtzeitig hoch. So, und jetzt wird es natürlich knapp. So. Ziemlich genau die Hälfte weg. Jetzt kommt Crash mit seinem Solo. Das ist die, die Critters scheißt. Aber Critter-Parade und ein Blitz auf dem Kern. Und gefühlte 10.000 Critters außenrum. Also absolut geil geräumt mit den Tanks vorhin. Hätte nicht gedacht, dass man bei so vielen Raketenwerfern mit Panzer so viel ausrichten kann. Wir spielen eigentlich das ganze Team. Wir schauen eigentlich immer, dass man so 1, 2, 3 Solos hinbekommen und dass man dann eben die restlichen kleineren Accounts oder die, sagen wir mal so, die schwächeren, angriffsschwächeren Accounts, dass die einfach einen Weg freiräumen und und der Tote kann dann finishen. So. Michel haut auch ein Solo raus. Die geben Vollgas. Die können da natürlich nichts. Und der Laser, der schießt ganz schön weit. Hätte jetzt gar nicht gedacht, dass der so weit schießt. Und natürlich auch hier geil zu sehen mit den Truppen. Was macht die denn da? Wie läuft denn den Tod? Plop. Aber nichtsdestotrotz, finde ich schön gemacht. Die Schocks kommen gut. Es sind ja genügend Schützen da. Hier am Kern ist natürlich kein Vorteil, wenn die Schützen weg sind wegen dem Laser. Aber der ist auch außerhalb der Reichweite. Da steht noch ein Grabscher. So, Grabscher, gibt alles. So, und jetzt geht es natürlich Richtung Kern. Auch der Angriff finde ich richtig gut gemacht. Ja, jetzt bald er sich einfach so einen Schützen. Den lässt er aber abwärts von sich wegstehen, der Grabscher. Den Dicken zieht er da rüber. Und die Schützen, die zieht er bloß bis da an. Und die Schütz. Aber lass dir nichts gefallen. Also auch mal eine andere Variante
Wir haben das Auto mit RZMC gemacht oder RZCM oder wie auch immer. Funktioniert auch super. So, jetzt kommt. Ich hoffe, dass man den richtig ausspricht. Jawohl. New Jersey, lebe hoch. Unser neues Mitglied. Nimmt, glaube ich, den gleichen Laufweg. Der Laufweg an sich. Ja, fast. Ja. Da zuckt das MG und 5 Mädels sind weg. Das ist natürlich für mich immer schön anzugucken, wenn einer ohne Super spielt. Weil das halt eine gigantische Truppenkombi ist, finde ich. Da kannst du halt richtig was mit reißen. Finde ich absolut gigantisch. Und richtig schön. Er zieht richtig schön die TP vom Kern. Fast einmal drauf. Wäre sogar noch GWE da gewesen, also von dem her. Der hätte schon eine halbe Mille oder 600, 700 K könnten da schon mal mit drauf sein. Jawohl, das hört ja gar nicht mehr auf. Jetzt kommt Fladen. Ungepudert. Wie vorhin schon gesagt, er geht den Weg. An sich der Laufweg ist auch richtig geil. Die zucken schon alle. Die Mörser. Mit 4 Rauch da hochlaufen ist schon spitze. Ich glaube, er vergisst die Bricks zu zünden. Ja, richtig geil. Vielleicht hat er aber auch zu wenig GWE gehabt. Kann natürlich sein. Und jetzt ballern alle. Und 11K bleiben stehen. Kommt vor. Ist halt einfach so. So, Finish. Der Raber. 1:10 braucht er fürs Finish. Eieiei, was macht er dann? Ah, da wollte er es wieder wissen. Rest am Kern. Und er schmeißt Kritters über Kritters. Schauen wir mal, wenn der Raketenwerfer zündet. Ah, da ist noch jede Menge Platz. Nach da unten auch. Irgendwann wird es ihm wahrscheinlich zu langweilig und dann zündet er seine GBE auf den Kern. Da wollte er die Kritter sterben lassen, glaube ich. So, das war unsere OP. Jetzt schauen wir mal, ob wir noch den einen oder anderen Angriff uns angucken können. Der hier war, glaube ich, ziemlich knapp. Können wir uns mal angucken. Ungeboostet mit einer Angriffsstatur. Keine blauen Staturen beim Gegner. Aber das war, glaube ich, relativ knapp, weil ich davon ausgegangen bin, dass ich 3 Schocks habe am Kern, deswegen auch dieser Start. Normalerweise sammeln die Truppen erst unten auf der rechten Seite. Die hätten ein bisschen später kommen können, aber alles gut, keine Truppen verloren. Mit 4 Rauch zum Kern, das ist, glaube ich, auch nicht verkehrt.
die Critters kamen zu spät und auch auf dem falschen Platz. Es wird relativ knapp, und zwar jetzt. So, und mit dem letzten Schuss ist dann der Kern platt. So, dann schauen wir mal, ob die Jungs ein paar Angriffe geteilt haben. Stage 6 können wir uns auch noch anschauen. Relativ einfach mit Hooker heute. Oh, der hätte auch stehen bleiben können, der Raketenwerfer. Oh, da zucken schon die anderen Raketenwerfer. Deswegen hat er geschossen. Aha. Nicht sauber geschockt. Aber ich glaube, da geht alles gut so weit. Okay. So, Stage 6. Dann haben wir noch Stage 7. Ähnliches Layout. Hier lasse ich jetzt die Raketen da stehen, wenn mir nicht alles täuscht. Schön lange warten, immer mit dem Rauch. Spart meistens GBE. Weil man dann genau weiß, wie die Truppen laufen. Im genau richtigen Augenblick. Alles gut. So, das war Stage 7. Jetzt schauen wir mal, ob wir noch was haben. Da haben wir nochmal Stage 7. Stage 6. Ein Krieger verloren vor so viel Verluste. Schauen wir mal, ob wir den einen Krieger erkennen, wann der abgeschossen wird. Tja. So, da war einer. Und zwar von dem Mörser. Aber geil gemacht. So, Stage 7. Vergessen. Ja, irgendwie komisch.
Okay, Fladen, sorry, aber der Kern steht noch. Successfully destroyed heißt meiner Meinung nach erledigt. Gucken wir es uns nochmal an. Lassen wir mal nochmal zum Kern laufen. Ja, Fladen, du hast verkackt. Der Kern steht noch. Und Krieger sind auch noch da. Ah, geile Wiederholung. Tja, jetzt steht doof da. Fladen, was ist da los? Okay, in dem Sinne wünsche ich euch eine tolle Boom Beach Zeit und wir machen weiter. Bye, bye.